zum Preis der Stadt Wien, aber zunächst ein Blick aus unserer Luftkamera, aus der Vogelperspektive, das alte Beton- und Sandoval hier mitten im Wiener Prater. Sehr schön immer zu sehen, auch im Anflug auf Wien-Schwechat. Heute also letzter Saisonhöhepunkt im Frühjahr, dieser Preis der Stadt Wien, der als Heatfahren gelaufen wird, also drei Vorläufe und ein Finale. Die Stars des Rennens habe ich schon angesprochen und das ist einer dieser Stars. Konrad Spaderner fährt die vierjährige Stute aus Deutschland, Chrissy E., die im Besitz von Alwin Schockemöhle steht. Alwin Schockemöhle, bekannt aus dem Turnier- und Reitsport, mehrfacher Europameister und 1976 auch Olympiasieger auf Warwick Rex im Reiten damals bei den Spielen in Montreal. Seit einigen Jahren hat er sich vollkommen auf den Trabrennsport konzentriert und deswegen haben wir sein aus mehrerer Hinsicht gesehen Mustergestüt in Deutschland einen Besuch abgestattet. Mühlen in Niedersachsen, zwischen Bremen und Osnabrück. Hier befindet sich nicht nur das Zentrum des deutschen Turnierreitsports, hier sind auch die erfolgreichen Trabrennpferde von Alwin Schockemöhle zu Hause. Auf 75 Hektar Land erstreckt sich einer der modernsten Gestützbetriebe Deutschlands. Dieser Stein erinnert an Alwin Schockemöhles größten Reiterfolg, an den Olympiasieg 1976 in Montreal. Damals war Alwin Schockemöhle der weltbeste Turnierreiter. Heute ist er Deutschlands erfolgreichster Trabrennstallbesitzer. Probleme mit der Wirbelsäule beendeten früh seine Reitkarriere. Ich hatte schon während meiner aktiven Laufbahn noch als Springreiter, hatte ich auch mal zwischendurch schon Traber, weil ich einfach Spaß daran hatte. Und ich habe dann leider aufgehört, weil ich es nicht unter Kontrolle hatte. Ich hatte es auf fremden Bahnen stehen und nachdem ich dann nicht mehr reiten konnte, war es eigentlich das naheliegendste, dass ich gesagt habe, ich möchte Kontakt zum Pferd behalten und selbst auch noch ein bisschen trainieren. Und da habe ich gesagt, wenn ich nicht reiten kann, dann kann ich vielleicht eben doch im Sulky sitzen und fahren. Und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich angefangen bin mit den Trabern. Derzeit besitzt Schockemöhle rund 120 Traber. Der Großteil davon steht im Zuchtbetrieb, der nach modernsten veterinärmedizinischen Erkenntnissen geführt wird. Das Gewehrmodell, das ist das Schwarze hier, ist Fruchtwasser und der Embryo, das Weiße in der Mitte. Wir können schauen, da kann man schon andeutungsweise den Herzschlag sehen. Hier decken drei Derby-Sieger, Diamond Way, Every Way und Topino, die gemeinsam über 30 Millionen Schilling für Schockemöhle gewonnen haben. Es wird sehr schwer sein, das Geld zu verdienen, was wir hier investiert haben. Das wird wohl in erster Linie erst für die nächsten Jahre, zumindest auch vielleicht für die Jahrzehnte, noch ein Hobby bleiben. Wie viel haben Sie da investiert, einmal zu Beginn? Oh, ich weiß nicht. aber reichlich. Eben da durch Baukosten. Man muss natürlich sagen, das ist sowieso auch von normalen Investitionen her gesehen, kann man das nicht wieder in einem Jahr oder zwei Jahren reinholen. Das ist ja in anderen Wirtschaftsbereichen auch nicht so. Wenn wir zum Beispiel eine Halle gebaut haben, die hält ja Gott sei Dank noch hoffentlich ein paar Tage länger oder ein paar Jahre länger. Und es ist auch enormes gutes Stutenmaterial auf den Weiden, gute Deckhengste, sodass da doch einiges Kapital drinsteckt. Und ich bin aber schon froh, wenn also zum Jahresende wir keine roten Zahlen schreiben. Wir haben gute Jahre gehabt, sehr gute sogar, die sich sicherlich gar nicht wiederholen lassen. Aber ich habe auch schon im letzten Jahr lief es nicht so gut und dann kann man natürlich gleich sehr viel Geld verlieren. In Mühlen steht die größte überdachte Trainingsbahn der Welt. Die 1000 Meter Anlage mit Spezialgeläuf garantiert beste Trainingsmöglichkeiten bei jedem Wetter. Kosten dieser Anlage knapp 15 Millionen Schilling. Schockemöhle trainiert seine Pferde größtenteils selbst. Sein Gefühl für Traber ist außerordentlich stark ausgeprägt. Ich habe eigentlich in meinem Leben ja eigentlich immer, sagt man, zumindest ein gutes Gespür für gute junge Pferde gehabt. Aber eigentlich auch solange ich aktiv war, also nie das Problem gehabt, dass ich keine guten Pferde hatte. Das könnte mal sein, dass irgendwie mal vorübergehend für ein paar Monate irgendwie zwei, drei Pferde ausgefallen waren durch Krankheiten oder was. Aber im Grunde genommen habe ich 25 Jahre lang immer gute Pferde gehabt.
Und bei den Trabern habe ich sicherlich auch eine glückliche Hand dazu gehabt, muss man sagen. Das ist, kann man nicht mehr so sagen, dass das nur gerade Können ist. Es gehört auch eine Portion Glück dazu in diesem ganzen Sport. Glück allein genügt aber trotzdem kaum, um in den Gewinnlisten ganz vorne aufzuscheinen. Hinter den Erfolgen im Trabrennsport steckt viel Arbeit. Kaum ein Tag vergeht ohne Sorgen mit einem der hochkarätigen Traber, die nach Ansicht Jockey Mölles aber noch steigerungsfähig sind. Wir haben mit einigen Gefährten in vergangener Zeit wie Diamond Way oder Every Way internationale Rennen gewonnen. Selbst Topino hat gewonnen in Frankreich und hält noch sogar den Europarekord der Dreijährigen. Aber es sind nur Einzelprodukte. Wir brauchen da eine breitere Masse. Und ich glaube, dass wir da hinkommen, aber dafür müssen wir hart daran weiterarbeiten und eben noch besseres Material kaufen. Ebenso wie Jockey Mölles Pferde, die das nötige Geld für neue Investitionen verdienen sollen.